Ganz über den braunen Diktator. Jetzt in Geschichte am Mittwoch. Ein Volk oder wie in unserem Fall die Masse, die keine genügende moralische Identität besitzt, zu führen, heißt folglich sie zu verführen. Wie konnte das Machtsystem der Nazis solch eine Faszination, die manchmal schon an Hypnose grenzte, auf diejenigen ausüben, die es ertrugen? Der stärkste Punkt dieses zweiten Films über Hitler als Verführer liegt meiner Meinung nach darin, dass er einseitigen Theorien aus dem Weg geht. Dieser Mensch war natürlich ein Zeitgenosse von Hollywood und ein leidenschaftlicher Wagner-Liebhaber. Die Festspiele von Bayreuth inszenierte mit grenzenlosen Mitteln. Aber die Nazi-Propaganda ist nicht oder nicht ausschließlich eine Frage der Technik. Der Redner Hitler kann die Massen mit seinen Ansprachen terrorisieren, in denen der einfachste Sadismus neben klangvollen Versprechungen zum Ausdruck kommt. Aber wie kann man erklären, dass ein populistischer Redner aristokratische Offiziere und Generäle in seinen Bann zieht, die stolz auf ihr berufliches Können sind? Die verführerische Seite Hitlers ist sicherlich ein komplexes Produkt, in dem sich technische Manipulation, die Sehnsucht nach einem verschwundenen Kaiser und die Macht eines modernen Zauberers vermischen, der mit der psychischen Schwäche des Einzelnen umgehen kann, sei es nun der des einfachen Mannes von der Straße oder des entwurzelten Junkers, des österreichischen Bischofs oder des Großindustriellen von der Ruhr. Ohne diese verführerische Seite wäre Hitler-Deutschland auseinandergefallen, sobald die ersten Risse zutage traten, genauso wie das Italien Mussolinis. Glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Was dieser Mann verspricht, die Deutschen wollen es ihm glauben. Dass diese Zukunft restlos uns gehört. Sieg! Was ihn für viele glaubhaft macht, ist nicht ein nüchterner Verstand. Es ist die Inbrunst seiner Rede. Was er ihnen auch befiehlt, sie werden ihm folgen. Bis in die schlimmste Katastrophe ihrer Geschichte. Auf dem Gipfel seiner Popularität gelingt es ihm, sein Publikum mitunter in Ekstase zu versetzen. Die Kritiker sind schon verstummt. Wer nicht verstummen will, ist mundtot gemacht. Kein Missklang soll den angestrebten Einklang zwischen Volk und Führer stören. Die Ziele sind archaisch. Die Mittel sind modern. Stets sind Kameras um ihn. Sie zeigen immer nur die Jubler, nicht die anderen im Abseits. Hightech der 30er Jahre, ein tragbarer Sender, live aus Hitlers Show. Wenn wir heute sagen, dass unser Lebensraum zu klein ist... Vor den Worten des Verführers gibt es kein Entrinnen. Nicht auf öffentlichen Plätzen, nicht in Wirtshäusern und Kneipen, in Fabriken und Büros. Und auch nicht in den eigenen vier Wänden. Dafür sorgt der Volksempfänger,
Billigradio für die flächendeckende Verführung. Den Sinn dieser Armee verkündet ihr Befehlshaber. Man muss nämlich gut regieren und für eine gute Regierung auch eine gute Propaganda betreiben. Das eine gehört zum anderen. Eine gute Regierung ohne Propaganda kann ebenso wenig bestehen wie eine gute Propaganda ohne eine gute Regierung. Höhepunkt der Selbstdarstellung ist der Reichsparteitag. Menschenblöcke als Kulisse für den Hohepriester der Bewegung. Ordnung in einer chaotischen Welt. Das verheißen diese Bilder auf fatale Weise. Die Technik der Verherrlichung. Sie funktioniert perfekt. Eine fahrbare Kamera gleich hinter der Tribüne liefert die verführerischen Bilder vom pompösen Ritual. Bilder, die betören sollen. Er will nicht nur Hohepriester, Regisseur und Hauptdarsteller sein. Er sieht sich als Erlöser. Hitler über Deutschland. Aus der Luft greift der Stimmenfänger nach der Macht im Reich. 21 Städte in nur 7 Tagen. Noch nie wurde so wirkungsvoll Wahlkampf geführt. Auf Erden wirkt der Demagoge eher linkisch. Doch in der Provinz ist er eine Massenattraktion. Der Eindruck von Allgegenwart lockt Hunderttausende von Neugierigen an. Er weiß um die Methode, sein Publikum in Spannung zu versetzen. Stundenlang hat er es warten lassen. Dann erscheint er. Die Rituale seiner Auftritte sind immer gleich. Der Badenweiler Marsch. Der sogenannte deutsche Gruß. Und auch die Reden sind immer die gleichen. Hitler sagt, er sei ein Werkzeug Gottes, dazu ausersehen, Deutschland zu befreien. Von den Novemberverbrechern, der Schmach von Versailles, der Arbeitslosigkeit, dem ganzen verhassten Weimarer System und den Juden. Unrecht von Versailles. Nicht Deutschland! Landesverräter des Novembers 1918. Kommt Deutschland! Die Gefühle, auf die Hitler setzt, muss er nicht schaffen, denn es gibt sie schon. Die Sehnsucht nach dem wollüstigen Rausch der Volksgemeinschaft im Augusterlebnis 1914, als das ganze Volk begeistert in den Krieg zog. Die Erinnerung an einen Krieg, in dem trotz aller Grausamkeit die Klassenschranken in den Schützengräben aufgehoben schienen. Das bittere Gefühl, am Ende seien alle Opfer doch umsonst gewesen. Die Legende vom Dolchstoß in den Rücken eines unbesiegten Heeres. Das Trauma eines als Diktat empfundenen Friedens von Versailles. Der Schock der Revolution von 1918. Der Zerfall der alten Ordnung. Die Entstehung einer ungeliebten Republik. Die große Angst des Bürgertums vor Bolschewismus und dem Chaos. Die Angst vor all dem Neuen, Ungewohnten, Ungewollten, das nach dem Zusammenbruch hereinbricht. Die Angst vor Geldentwertung und die Angst vor Arbeitslosigkeit. Die Sehnsucht nach dem starken Mann, der Ordnung schafft,
und mit dem Wirrwarr aufräumt. Angst und Sehnsucht richten sich auf den Verführer, der Erlösung von den Übeln der Vergangenheit verspricht. Wir sind intolerant! Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszubringen. Ihn wählen weniger die Arbeiter und Arbeitslosen als ein Bürgertum, das seinen Absturz fürchtet. Der heute SPD ist und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist. Oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann die Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und Verfechter des Fanates rücksichtslos bis ins Grab hinein. Damals hat Hitler ein flammende Rede vor uns gehalten. Kundgebung hieß es ja damals. Ich war immens beeindruckt, wie eigentlich alle, die ich dabei erlebt habe, auch. Ich weiß heute nicht, wodurch ich so beeindruckt war. Wahrscheinlich waren irgendwelche Gedanken drin, die uns ohnehin bewegten. Und am nächsten Tag habe ich die Rede gelesen, da war sie in der Leipziger Zeitung veröffentlicht. Ich glaube, das Ding hieß Leipziger Zeitung. Und da habe ich mich gefragt, warum bist du eigentlich so begeistert gewesen? Denn da stand praktisch nichts drin, was mich irgendwie beim Lesen beeindruckt hat. Als Hitler an der Macht ist, spielt sein Sprachrohr bei der ersten großen Kundgebung den Radioreporter. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem... Jetzt umgibt den Führer die Aura des Herrschers. Die Strategie der Redeschlacht ist ausgefeilt bis ins letzte Detail. Es soll ein Hochamt der Gefühle sein. Kühl, kalkuliert, akribisch einstudiert. In einer Massenveranstaltung müsse man das Denken ausschalten, sagt Hitler. Die Menge wolle nicht das Argument. Sie sehne sich nach der Gewalt der Rede. Ein Gewaltakt, den er mit Verzögerung beginnt. Die ersten tastenden Worte, dann die Steigerung. Den Entschluss, es als einzelner Unbekannter zu wagen, diese Zerreißung, den Krieg anzusagen und über diese Partei hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammenzufassen. Es sind nicht viele, die sich dem entziehen. Und dann bin ich hingefahren. Und saß so auf 3 Meter vielleicht von ihm entfernt, er war auf dem Podium, und war so grauenhaft, also sehr emotional, Argumente erschienen mir vollkommen blödsinnig, Publikum grauenhaft, und er geiferte da herum, und da habe ich mir gesagt, also mit den Leuten will ich nie was zu tun haben. Glaube niemals an fremde Hilfe! Niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Jungs, geht ins Kino. Hört euch Hitler an. Hört das Gebrüll und hört die Menge um ihn herum
Und dann schließt die Augen und stellt euch vor, wie das in London wirkt. Wir schlossen die Augen. Entsetzlich. Von da an konnte man Hitler nicht mehr ertragen. Ein Augenblick der Verfremdung genügte, um diesem Mann so zu zeigen, wie er war. Jede Geste, jedes Mienenspiel ist sorgsam eingeübt, wie im Theater. Der Verfall im Inneren, Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hält nun ihren Einzug. Und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Manchen seiner Zuhörer erscheint er wie ein Fabelwesen. So verführerisch und doch so unheimlich. Glaube niemals an fremde Hilfe. Niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt, in uns selbst allein liegt die Zukunft. Deutsche Unterhändler unterschreiben Verpflichtungen, die unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als ob es sich bloß um wenige tausend Mark handeln würde. Die Beschwörung des altbösen Feindes. Immer wieder die Novemberverbrecher. Noch spricht er nicht von den Juden. Die Zeit dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk, der ewigen Auspressung und ewigen Ausplünderung, dieser ewigen Unterdrückung. Man darf nicht vergessen, dass hinter seiner Rhetorik Peitsche und Pistole stand. Es konnte ja keiner dagegen reden. Die Rede war ja ein gewalttätiger Monolog. Wäre jemand aufgestanden, hätte gesagt, Herr Hitler, von mir aus auch mein Führer, sollte man nicht dies und dies bedenken, dann wäre der ja noch am gleichen Tag erschossen worden. Also, seine Rhetorik war gewalttätig im wörtlichen Sinn. Kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinen Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, wieder erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Das, was eigentlich das verführerischste Moment in dem Ganzen war, denn dieses weltanschauliche Vakuum in Deutschland, wir hatten keinen Kaiser mehr, wir hatten unser Nationalbewusstsein, das war so angekränkt worden. Ein Großteil der Bevölkerung war im Grunde von Religion weit entfernt. Und ich denke, dass das eine Ersatzreligion für viele gewesen ist, die eine ganz tiefe Begeisterung geweckt hat und auch so Kraftquellen freigesetzt hat. Sehr naiv im Sinne, schaffen, dass wir besser leben und so. Aber dass das ein Spuk war, dass das eine ganz finstere Hinterseite, Rückseite hatte, das wusste man doch. Bei aller Rhetorik braucht der Herrscher Hitler handfeste Erfolge. Wenn die Deutschen ihm erliegen sollen, muss er erst ihr drängendstes Problem beseitigen. Die Arbeitslosigkeit. Sieben Millionen Deutsche stehen im Januar 1933 auf der Straße. Mit Familien rund ein Drittel des gesamten Volkes. Wer noch Arbeit hat, muss um sie fürchten. Mein Vater war angestellt in einer
ziemlich großen Fabrik. Und das Geld als Angestellter hatte ich immer am Monatsende bekommen. Und meine Mutter war ganz aufgeregt an diesem Tag immer, weil da auch die Kündigungen ausgesprochen worden sind. Und das Erste, was meine Mutter gesagt hat, wenn der Vater abends angekommen ist, bist du gekündigt, bist du gekündigt. Ich kann das von meinem Elternhaus sagen, wir hatten ein Handwerksgeschäft, es gab keine Aufträge mehr und die Gesellen mussten entlassen werden. Es war schlimm, also mein Vater rannte danach, um wenigstens für die nächste Woche das Geld für die Ernährung zu haben. Und so war es in vielen, vielen Kreisen der Wirtschaft. Nichts aber werden wir erreichen, wenn wir nicht wie zusammengebissene Zählen unsere ganze Kraft immer auf eines konzentrieren. Auf ein Ziel hin, das die Illusion von unbegrenzter Arbeit nährt. Die deutsche Autobahn. Seit dem Frühjahr 33 hält sich zäh die Mehr vom Bauherrn Hitler, der dem deutschen Volk ein Netz von Fernstraßen beschert habe. Freiheit und Frieden mitzuhelfen am Aufbau einer besseren Welt. Alle Leute sagen, dieser Hitler hat die Autobahn gebaut. Das ist Unfug. Die Autobahn gab es schon. Das ist ein Bauvorhaben, das in den 20er Jahren begonnen hat, das dann nur eingestellt worden ist, weil kein Geld da gewesen ist. Hitler hat es weitergebaut. Das ist alles. Das Ziel ist uns gesetzt. Deutsche Arbeiter, fangen an! Hitlers Aufschwung ist auf Pump finanziert. Doch nach 3 Jahren ist die Arbeitslosigkeit beseitigt. Die Propaganda schlachtet das nach Kräften aus. Die meisten Arbeitsplätze entstehen nicht auf Dämmen oder Autobahnen, sondern in der Rüstungsindustrie. Ich weiß, viele werden sagen, ja, sie haben auch nicht alle Erwerbslosen unterbringen können. Ich habe das auch von Anfang an nicht gesagt. Ich sagte, ihr müsst mir 4 Jahre Zeit geben. Es ist sehr leicht zu sagen, alle Räder stehen still, wenn unser Arm es will. Es ist aber schwer, die Räder, die einmal stillstehen, wieder in Gang zu setzen. Er biedert sich mit der Legende an, er sei einst selbst Arbeiter gewesen, was die Wirkung nicht verfehlt. Ich bin aus euch selbst herausgewachsen, bin einst selbst unter euch gestanden, bin in 4,5 Jahren Krieg wieder mitten unter euch gewesen. Wahrheit stört, wenn Lüge überzeugt. Nicht die intellektuellen Schichten haben mir den Mut gegeben, dieses gigantische Werk zu beginnen, sondern das kann ich sagen, den Mut habe ich nur gefasst, weil ich 2 Schichten kannte, den Bauer und den deutschen Arbeiter. Der Wolf im Schafspelz predigt Eintracht und sät Hass. Wer nicht in seine Welt passt, der wird weggeschafft. Zehntausende von Andersdenkenden verschwinden in den neuen Straf- und Folterlagern im KZ. Unter der Hand erzählten sich die Nachbarn, dieser Mann sei ein Kommunist. Ich wusste damals nicht so recht, was ein Kommunist ist. Auf jeden Fall etwas, was den Nationalsozialisten offensichtlich nicht gepasst hat. Denn wie gesagt, er wurde also immer abgeholt, wenn Hitler kam. Ich weiß nicht, ob es noch kurz vor Kriegsende oder zu Beginn des Krieges war. Da wurde der Mann auch wieder geholt und dann kam er nicht mehr wieder. Wer dennoch wiederkommt, der schweigt. Aus Furcht vor Repressalien. Das Regime regiert mit Zuckerbrot und Peitsche, mit Verführung und Gewalt. Ich habe immer gedacht, die Kombination von Terror und Erfolg, die ist eben, da kann man nichts gegen machen. Das ist eine unschlagbare Kombination. Gewalt und Verführung, KZ und KDF. Kraft durch Freude heißt die Organisation, die jetzt auch solche Volksgenossen in den Urlaub schickt, die sich vor Hitler keinen Urlaub leisten konnten. Staatstourismus als Propagandaschlager.
Das Rezept geht auf. Eine Schwester von mir mal dabei, die hat normalerweise hat die Reise 60 Mark gekostet und ich weiß nicht, haben sie irgendwie nicht vollgekriegt, das Schiff. Jedenfalls sie ist für 40 Mark gefahren. Das waren immerhin 8 Tage und jeden Tag hat die Bordkapelle gespielt, Freut euch des Lebens, und es war halt ein riesiges Ding, und wer einmal dabei war, der war sehr hell begeistert, ist ganz klar. Aber das kann man sich heute gar nicht mehr richtig vorstellen, was das hieß, dass der Arbeiter das erste Mal in Urlaub fahren konnte. Und das erste Mal haben die Arbeiter das Gefühl gehabt, sie haben nicht nur eine richtige Urlaubsfreude, sondern sie gehörten auch mit dazu zu der Schicht, die bisher in Urlaub fahren konnte. Das muss man alles in Effekt sehen, war hervorragend gemacht. Das Volk wird starke Nerven brauchen können, denn mit ihm hat dieser Herr noch einiges vor. Erholung ist gut, Kontrolle ist besser. Auch auf den Weltmeeren wird gründlich überwacht. Deutsche Urlauberinnen flirten mit Sizilianern? Unerhört. Das Ansehen der deutschen Frau steht auf dem Spiel. Bericht nach Berlin. Unfolgsame Volksgenossen haben schwarz getauscht. Bericht nach Berlin mit Namen, Adresse, Betrag. Der lange Arm des Reichs reicht bis nach Teneriffa. Und noch ein Geheimnis enthüllen die Spitzelberichte. Nur jeder sechste Urlaubsgast auf einem KDF-Dampfer ist Arbeiter. Entgegen der Legende. Wachs in Hitlers Händen ist die Jugend, der seinen Namen gibt. Menschenmaterial zur Zucht des Herrenmenschen, so gehorsam wie ein Hund. Dann kommt eine neue deutsche Jugend und die dressieren wir schon von ganz kleinen an für diesen neuen Staat. Der bringen wir. Hier bringen wir ganz neue Gedanken von vornherein schon bei. Dann nehmen wir sie sofort in die Partei oder in die Arbeitsfront, in die SA oder in die SS, in das NSKK und so weiter. Und sie werden nicht mehr frei ihr ganzes Leben. Aber Hauptsache begeistert. Freiheit ist kein Ideal für Führer und Gefolgschaft. Schließlich sollen die Verführten selber zu Verführern werden. Sie haben uns verführt zu ihren Zwecken, wir haben aber gern mitgemacht. Viele wie ich haben sich überhaupt nicht dagegen gewehrt, haben keine Handhabe gehabt, haben keinen Grund gesehen, sich zu wehren und sind dann wieder, indem sie Führer waren, Verführer der anderen gewesen. Und wer wie ich eine Zeit lang, 2-3 Jahre lang ein durchaus beliebter Fähnleinführer war, der hat ja wieder die anderen Jungs nun verführt, dieses mitzumachen. Es ist eine Kette, die oben angefangen hat und nach unten weitergegangen ist. Wir wollen ein Volk sein! Und ihr, meine Jugend, sollt dieses Volk nun werden! Wir wollen einst keine Klassen und Stände mehr sehen! Und ihr dürft ihn euch schon nicht ganz groß werden lassen. Wir wollen einst ein Reich sehen. Und ihr müsst euch schon dafür erziehen. Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist. Und ihr müsst euch in dem Gehorsam üben. Wir wollen, dass dieses Volk einst friedliebend und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Und wenn dann der Führer sprach, seine Hoffnung auf die Jugend setzte, dann fühlte man sich persönlich involviert, dann meinte man, ja, wir werden die Zukunft packen, ich werde da auch mithelfen. Der Menschentypus der Zukunft! Wir hatten das Gefühl, oder ich zumindest, und da war ich bestimmt hier nicht allein, in einer großen Zeit zu leben,
einem besonderen Volk anzugehören. Man sagt uns, was jetzt auch alles ist, ist nur Vorlauf. Ihr werdet einmal das richtige Deutschland schaffen. Und das glaubte man natürlich gern. Hitler hat die Jugendbewegung nicht erfunden, aber er nutzt sie aus. Wettkämpfe im Zeltlager, Abenteuer, Sport und Spiele fern vom Elternhaus. Der Wunsch nach der verschworenen Gemeinschaft und die Sehnsucht nach Geborgenheit im Schein des Lagerfeuers zieht die Hitlerjugend an. Wir haben Fahrten gemacht, wir haben Geländespiele gemacht, wir haben gesungen, wir haben musiziert, wir haben Sport getrieben. Wir haben am Lagerfeuer gesessen. All dieses Gemeinschaftserlebnis stand sozusagen im Vordergrund. Und dass wir Hitlerjugend hießen, wurde natürlich dann im Wege der ideologischen Erziehung auch immer klarer. Zweimal war Dienst, am Mittwoch und am Samstag. Und da ich dann bald ein Führer war, war montags noch Führerdienst. Und sonntags war Schießen oder wir fuhren mit dem Rad irgendwo hin oder wir hatten einen Aufmarsch da und da. Also fünf Tage in der Woche war ich am Nachmittag damit beschäftigt. Und es war in der Tat nicht so, dass wir mal Zeit gehabt hätten, über das Ganze nachzudenken, was wir denn da eigentlich treiben. Da kam schon das Nächste, es war so ein pausenloser Aktion. Wir marschieren für Hitler, und Land und Tod, mit der Fahne der Jugend für Freiheit und Gut. Der Fahne flattert uns voran. Unsere Fahne ist die neue Zeit. Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit. Ja, die Fahne ist mehr als der Tod. Diese Verführung zum Tod, den Tod gering zu achten, unsere Fahne ist mehr als der Tod und Deutschland ist sowieso mehr als der Tod und der Führer ist mehr als der Tod. Diese Verführung war die schlimmste. Hitler und die Jugend. Es ist wie beim Rattenfänger von Hameln. Man kann stolz sein, auf diese neue deutsche Jugend zu sehen. Vor uns liegt Deutschland. In uns marschiert Deutschland! Harte Kruppstahl! Ihr seid Blut von uns! Fleisch von uns! Nichts ist möglich, wenn nicht ein Wille befiehlt, wenn immer die anderen zu gehorchen haben. Deutsche Jungen wollen, dass dieses und deutsche Mädchen eins gehorsam ist. Und ihr müsst euch in den Gehorsam üben. Mutig zu sein. Damit konnten sie uns die ganzen Thesen eben in die Köpfe reinhämmern, dass wir als deutsche Jugend, die beste Jugend der Welt sind. Natürlich, dass wir besser sind als alle anderen, dass wir gesünder sind als alle anderen und so weiter. Und das hört ein junger Mensch sehr gerne und braucht ein Korrektivum und das war nicht da. Und da, wo das Korrektivum da war, nämlich in sehr vielen Elternhäusern, da konnten die Jungen mit der Staatsmacht im Nacken aufbegehren. Aus Geländespielen macht die Staatsmacht Kampfspiele, aus Kampfspielen am Ende paramilitärische Geländeübungen. Dressur für Hitlers Krieg. Wir haben ja vorher auch sehr viel Sport getrieben und jetzt kam zu dem Sport auch eben der Wehrsport, Schießen, Kleinkaliber, Gewehrschießen, das hat uns gut gefallen. Dann das Marschieren nach Kompass und nach Karte, das hat uns Spaß gemacht. Wir waren alle eigentlich sehr begeistert. Kartenlesen für die Front, die es noch gar nicht gibt. Manchmal weisen Wehrmachtsoffiziere ein. Musikalisch wird der Zweck schon definiert. Wir haben uns als kleine Soldaten gefühlt, haben ja auch Soldaten gespielt, hatten einen Tornister, sind marschiert, haben gezeltet, hatten Gewehre. Erst einmal Luftgewehre und dann Kleinkalibergewehre und es kam ein Schritt nach dem anderen, bis wir dann Soldaten waren. Wir haben die Tränken gebracht.
Wir sangen damals Lieder wie Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Es zittern die morschen Knochen waren also die Alten, die vom Ersten Weltkrieg sprachen und wie schlimm das Ende war. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Lass die alten morschen Knochen zittern. Wir, die Jugend, wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Als dann alles in Scherben gefallen war, dann war es mit unserer Begeisterung natürlich vorbei, aber dann war es zu spät. Alles, was wir von Deutschland der Zukunft fordern, das, Jungens und Mädchen, verlangen wir von euch! Diese Pflicht erlegt der Herr des Herrenvolks den Frauen auf. Gehorchen und gebären. Ein Männerwitz aus diesen Tagen karikiert die Abkürzung des Bundes Deutscher Mädel, BDM, als bald deutsche Mutter. Geprägt vom Geist der Zeit marschieren viele willig mit. Man hat uns Ideale eingeimpft, man soll keusch bleiben und gesund bleiben, damit wir dem Führer gesunde Kinder schenken konnten. Das war nicht negativ. Es sieht jetzt alles anders aus durch das Wissen, was wir heute haben. Ne? Sie wollten uns zu gehorsamen und nicht nachdenkenden Lebewesen machen. Wir sollten entweder die Schnauze halten oder wir sollten voll Begeisterung diesen Idealen folgen. Und das ist in vielen Fällen ja auch so gewesen. So sind die Frauen ihm am liebsten. Schön, gefügig, anmutig. Und bitte auf Distanz. Sie aber drängen sich nach seiner Nähe. Was bewegt diese Frauen? Sehnsucht nach Berührung? Oder mehr? Die ersten waren schon direkt an der Tribüne und ich kam auch ganz vorne hin und hatte dann den Führer am Ärmel. Und den habe ich ganz fest, lange festgehalten. Und das war also etwas, als ob da eine magische Kraft von ihm ausging. Wir hatten dem Führer die Hand geben können, oder ich hatte die Hand nicht erwischt. Ich hatte eben ganz einfach den Ärmel. Und man kann auch auf den Bildern sehen, wie ergriffen die Mädchen da waren, wie es war für sie eben ein ganz großes Ereignis. Ekstatische Gefühlsausbrüche. Das Idol nimmt sie zur Kenntnis. Hitler will die Frauen unpolitisch. Diese hier verhalten sich schon so. Die Frauen brauchte als Gebärmaschinen und Futter für die Rüstungsbetriebe, mehr nicht, hat er immer verachtet, hatte kein Verhältnis, nicht mal in irgendeiner Weise zu den Frauen. Die waren untergeordnet den großen Machos und spielten keine Rolle. Deutschland nach 4 Jahren Führerkult. Solche Szenen stärken Hitlers Glauben an die eigene Bedeutung. Hysterie und Heilserwartung. Ist der Verführer auch als Mann ein Idol? Als Mann hat Adolf Hitler für uns alle gar keine Rolle gespielt. Das war wie ein Übermensch. Er hatte kein Geschlecht in dem Sinn, sondern er war eben Adolf Hitler, er war der Führer. Das ist wohl so etwas, wie ich mir vorstellen kann, wie die Menschen damals vielleicht zu Jesus aufgeschaut haben. Es war für uns eben etwas, was man nicht greifen und nicht fassen konnte. Es war ein anderer Mensch. Aber dieser Mensch steht fern von Gott. Er macht sich selbst zum Götzen seines Kultes. Der Kröne unter Ehre, unter Kraft, unter Herrlichkeit!
Ruhe der Gerechtigkeit. Amen. Und gerade auf Frauen, er hat eine große Anziehungskraft gehabt. Ich weiß zum Beispiel, meine Schwiegermutter, die wohnte mit ihrem Mann in Charlottenburg. Und die stand, da gab es ja dann gleich diese Hitlerbilder für die Wohnung, sie hatte auch so ein Ölbild von ihm, stand sie vor dem Bild und betete. Sie meinte, Hitler ist der Erlöser. Ich fragte erschrocken meinen Vater, der diese Rede mit anhörte, wer ist das, was ist das? Und mein Vater sagte, ja, das ist der Führer, aber ob er es selber ist, das ist gerade die Frage. Vielleicht ist er nur das Medium eines anderen, einer dunklen, zerstörerischen, satanischen Macht. Im Alltag hat der Führerkult fatale Wirkung. An den Widrigkeiten des Regimes stört sich so mancher Deutsche. Aber nur die kleinen Hitlers sind verhasst. Spitzel, Bonzen, Denunzianten trifft der Volkszorn. Hitlers Ansehen bleibt unbeschadet. Und so geht ein Stoßseufzer durchs Land, wenn das der Führer wüsste. Wenn man irgendetwas kritisierte, dann hörte man von den Befürwortern das Wort, davon weiß der Führer nicht. Das sind also Einzelaktionen von untergeordneten Instanzen. Der Führer aber wusste ganz genau, was vor sich ging. Im Großen jedenfalls. Im Kleinen herrschen seine Helfer. Gemeinschaftsgeist kann auch erzwungen werden, beim Geldsammeln und Eintopfessen. Für die Kameras der Wochenschau ein Schein. Vollkommen will er wirken. Bei den Schulungsabenden fing es damit an, am so und so vielten wurde unser Führer in Braune am Inn geboren und was er für ein fabelhafter Mensch gewesen ist und dass er in Wien nur Milch getrunken hat. Unterdessen weiß die Forschung, dass das alles nicht stimmt, aber dieses Märchen wurde wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und noch ein Märchen. Die Ketten von Versailles, die es zu sprengen gilt. Sein Wille geschieht. Mit Täuschung und Erpressung holt er sich das Rheinland, Österreich und das Sudetenland. Erfolg als Psychodroge für all jene, die schon immer glaubten, so muss Politik gemacht werden. Dennoch gibt es zwischen Hitler und den Deutschen ein enormes Missverständnis. Denn sie glauben, dass auch er nicht mehr will als sie selbst. Erfolg, aber Frieden. Ich habe diese drei so lieb gewonnen. Aber er will mehr als dieses Reich. Die Deutschen sind für ihn nur Instrument. Und solche Blumenkriege sind für ihn nur Vorspiel. Er will die Eroberung von Osteuropa und den Judenmord. Doch beides offen auszusprechen, wagt er nicht. Er deutet es nur an. Höhepunkt der Täuschung ist Olympia in Berlin. Hier wird die ganze Welt geblendet. Die Kulisse für das Bühnenstück vom schönen Schein. Die Falken lassen Friedenstauben steigen. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der ersten Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Er hätte gerne mehr geredet. Doch das IOC ließ es nicht zu.
Die Illusion von einer toleranten Tyrannei. 2 Wochen lang scheint sie perfekt. Gab es sowas? Hat es sowas je gegeben? Wenn vor Hitlers Augen Farbige so flink wie Windhunde die Arier abhängen, dann heuchelt der Diktator Fairness. Zwar leicht säuerlich, doch immerhin erklatscht. Das sieht er freilich lieber. Olympia in Berlin. So verführt man eine Welt, wenn sie es zulässt. In diesen Tagen diktiert der Friedenskanzler eine Weisung, in der es heißt, die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein. Die Flakscheinwerfer für den legendären Lichtdom proben das schon mal. Zwei Jahre später fällt die Maske. Das habe ich miterlebt, dass die Leute dann gestanden haben, die Synagogen gebrannt hat und haben sich sozusagen gefreut. Es sind auch viele vorbeigegangen mit gesenktem Kopf, das muss man auch sagen. Und auch wie die Fensterscheiben von den großen Geschäften, von den Jüdischen eingeworfen wurde und geplündert wurde, das hat viele gereizt, aber es gab sicher auch viele, die das nicht akzeptiert haben. Doch das Heer der Mitläufer hält Schritt. Der ewige 9. November. Totenzug der sogenannten alten Kämpfer am Jahrestag des gescheiterten Putsches. Der Tod wird verklärt zum Triumph des Willens. Das Regime, das das Leben verachtet, verherrlicht das Sterben. Inmitten dieses Todeskults der Regisseur und Hauptdarsteller. Die Irrationalität des Todes, ein bisschen Rausch mit Weihrauch, Hitlers großes Erlebnis in seiner Kindheit, das Hochamt im Linzer Dom, dann Bayreuth, nächtliche Stimmung und bitteschön keine Taghelle und keine Klarheit und kein Leuchten bis in alle Winkel hinein. In der Nacht fühlen sich Deutsche am erhobensten. Und so möchte ich unserem Dank und alles das, was wir im Herzen tragen, zusammenfassen in ein Glaubensbekenntnis. Wir glauben an einen Herrgott im Himmel, der sie, mein Führer, uns gesandt hat, damit sie Deutschland befreien. Das glauben wir. Im Zeichen dieses Wahns soll nur der Schein regieren. Was zählt, sind wehende Fahnen und lodernde Flammen. Die Magie der nächtlichen Kulissen, sie verstellt den Blick auf eine Wirklichkeit, die nur ernüchtern kann. Auf Paladine, die in ihren Pfründen fett geworden sind, und einen Parvenu, der sich genial verstellen kann. Hitler, derjenige, der die schönste Eigenschaft eines Menschen nach Fontane, die Selbstironie pflegte, undenkbar, in allem das Gegenteil. Um zu wissen, wer Hitler war, sollte man das bedenken, was er nicht war und über welche Eigenschaften er ganz und gar nicht verfügte. Esprit,
Grazie, Parlando, urbane Geselligkeit etc. indiskutabel. Ihr müsst heute vor die Welt treten, mit mir und hinter mir. Wo müsst ihr feiern, Herr Lehren? Wir wollen nichts anderes als Ruhe, wollen nichts anderes, als uns unseren Aufgaben bieten können. Wir wollen nichts anderes als Friede. Heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium, auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 wird jetzt zurückgeschossen. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird, und werden muss, auf sich nehmen. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden. Herr und Segne unseren Kampf. Sieg oder werde ich das Ende nicht erleben. Ich will nichts anderes jetzt sein, als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Das Deutschland von einst hat um 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Wir haben ein Ziel uns gewählt und war besseres Mandat des Rücksichtslosen. Grunde genommen eine Verführung gewesen gegen alles, was an ethischer und humaner Erziehung in uns angelegt war. Diese Verführung halte ich für wichtiger als eine rein äußere Verführung, dass man da irgendwie zu machen hat. Und das war ja das, was uns auch so verheerend verformt hat. Unsere Sensibilität, unsere Anlage zum Mitgefühl für andere. Das war eines der ersten psychischen Potenzen, die zerstört wurden in uns Deutschen, auch in Erwachsenen, aber wahrscheinlich noch mehr in den Jungen, die Fähigkeit zum Mitgefühl. Parallel zu der Dokumentarreihe Hitler – Eine Bilanz bringt der Autor und Regisseur Guido Knopp ein Buch mit demselben Titel heraus, das in jeder Buchhandlung erhältlich ist. Weitere Angaben finden Sie im Videotext auf Seite 3. Ein Korrektivum, und das war nicht da. Und da, wo das Korrektivum da war, nämlich in sehr vielen Elternhäusern, da konnten die Jungen mit der Staatsmacht im Nacken aufbegehren. Aus Geländespielen macht die Staatsmacht Kampfspiele, aus Kampfspielen am Ende paramilitärische Geländeübungen. Dressur für Hitlers Krieg. Wir haben ja vorher auch sehr viel Sport getrieben und jetzt kam zu dem Sport auch eben der Wehrsport, Schießen, Kleinkaliber, Gewehrschießen, das hat uns gut gefallen. Dann das Marschieren nach Kompass und nach Karte, das hat uns Spaß gemacht. Wir waren alle eigentlich sehr begeistert. Kartenlesen für die Front, die es noch gar nicht gibt. Manchmal weisen Wehrmachtsoffiziere ein. Musikalisch wird der Zweck schon definiert. Wir haben uns als kleine Soldaten gefühlt, haben ja auch Soldaten gespielt, hatten einen Tornister, sind marschiert, haben gezeltet, hatten Gewehre, erst einmal Luftgewehre und dann Kleinkalibergewehre und es kam ein Schritt nach dem anderen, bis wir dann Soldaten waren. Wir haben den Drängen gebrochen, für uns war ein großer Sieg. Wir werden weiter marschieren.
sangen damals Lieder wie Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Es zittern die morschen Knochen waren also die Alten, die vom Ersten Weltkrieg sprachen und wie schlimm das Ende war. Das konnten wir uns nicht vorstellen. Lass die alten morschen Knochen zittern, wir, die Jugend, wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Als dann alles in Scherben gefallen war, dann war es mit unserer Begeisterung natürlich vorbei, aber dann war es zu spät. Alles, was wir von Deutschland der Zukunft fordern, das, Jungens und Mädchen, verlangen wir von euch! Diese Pflicht erlegt der Herr des Herrenvolks den Frauen auf. Gehorchen und gebären. Ein Männerwitz aus diesen Tagen karikiert die Abkürzung des Bundes Deutscher Mädel, BDM, als bald deutsche Mutter. Geprägt vom Geist der Zeit. Damals hat Hitler einen flammende Rede vor uns gehalten. Kundgebung hieß es ja damals. Ich war immens beeindruckt, wie eigentlich alle, die ich dabei erlebt habe, auch. Ich weiß heute nicht, wodurch ich so beeindruckt war. Wahrscheinlich waren irgendwelche Gedanken drin, die uns ohnehin bewegten. Und am nächsten Tag habe ich die Rede gelesen. Da war sie in der Leipziger Zeitung veröffentlicht. Ich glaube, das Ding hieß Leipziger Zeitung. Und da habe ich mich gefragt, warum bist du eigentlich so begeistert gewesen? Denn da stand praktisch nichts drin, was mich irgendwie beim Lesen beeindruckt hat. Als Hitler an der Macht ist, spielt sein Sprachrohr bei der ersten großen Kundgebung den Radioreporter. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem... Jetzt umgibt den Führer die Aura des Herrschers. Die Strategie der Redeschlacht ist ausgefeilt bis ins letzte Detail. Es soll ein Hochamt der Gefühle sein. Kühl, kalkuliert, akribisch einstudiert. In einer Massenveranstaltung müsse man das Denken ausschalten, sagt Hitler. Die Menge wolle nicht das Argument. Sie sehne sich nach der Gewalt der Rede. Ein Gewaltakt, den er mit Verzögerung beginnt. Tastenden Worte. Dann die Steigerung. Den Entschluss, es als einzelner Unbekannter zu wagen, diese Zerreißung, den Krieg anzusagen und über diese Partei hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammen zu fassen. Es sind nicht viele, die sich dem entziehen. Und dann bin ich hingefahren. Und saß so auf 3 Meter vielleicht von ihm entfernt, er war auf dem Podium, und war so grauenhaft, also sehr emotional, Argumente erschienen mir vollkommen blödsinnig. Aus dem Weg geht. Dieser Mensch war natürlich ein Zeitgenosse von Hollywood und ein leidenschaftlicher Wagner-Liebhaber. Die Festspiele von Bayreuth inszeniert er mit grenzenlosen Mitteln. Aber die Nazi-Propaganda ist nicht oder nicht ausschließlich eine Frage der Technik. Der Redner Hitler kann die Massen mit seinen Ansprachen terrorisieren, in denen der einfachste Sadismus neben klangvollen Versprechungen zum Ausdruck kommen. Aber wie kann man erklären, dass ein populistischer Redner aristokratische Offiziere und Generäle in seinen Bann zieht, die stolz auf ihr berufliches Können sind? Die verführerische Seite Hitlers
ist sicherlich ein komplexes Produkt, in dem sich technische Manipulation, die Sehnsucht nach einem verschwundenen Kaiser und die Macht eines modernen Zauberers vermischen, der mit der psychischen Schwäche des Einzelnen umgehen kann. Sei es nun der des einfachen Mannes von der Straße oder des entwurzelten Junkers, des österreichischen Bischofs oder des Großindustriellen von der Ruhr. Ohne diese verführerische Seite wäre Hitler-Deutschland auseinandergefallen, sobald die ersten Risse zutage traten, genauso wie das Italien Mussolinis. Glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Was dieser Mann verspricht, die Deutschen wollen es ihm glauben. Dass diese Zukunft restlos uns gehört. Sieg! Was ihn für viele glaubhaft macht, ist nicht ein nüchterner Verstand, es ist die Inbrunst seiner Rede. Was er ihnen auch befiehlt, sie werden ihm folgen. Bis in die schlimmste Katastrophe ihrer Geschichte. Auf dem Gipfel seiner Popularität gelingt es ihm, sein Publikum mitunter in Ekstase zu versetzen. Bedenken, was er nicht war und über welche Eigenschaften er ganz und gar nicht verfügte. Esprit, Grazie, Parlando, urbane Geselligkeit etc. Indiskutabel. Ihr müsst heute vor die Welt treten! Mit mir! Und hinter mir, wo müsst ihr feierlich ernähren? Wir wollen nichts anderes als Ruhe. Wollen nichts anderes, als uns unseren Aufgaben bieten können. Wir wollen nichts anderes als Friede. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden. Herr, du segne unseren Kampf! Sieg oder werde ich das Ende nicht erleben. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Das Deutschland von einst hat um 23:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Wir haben ein Ziel uns gewählt und war besseres Mandat des Rücksichtslosen. Grunde genommen eine Verführung gewesen gegen alles, was an ethischer und humaner Erziehung in uns angelegt war. Diese Verführung halte ich für wichtiger als eine rein äußere Verführung, dass man da irgendwie zu machen hat. Und das war ja das, was uns auch so verheerend verformt hat. Unsere Sensibilität, unsere Anlage zum Mitgefühl für andere.
Das war eines der ersten psychischen Potenzen, die zerstört wurden in uns Deutschen, auch in Erwachsenen, aber wahrscheinlich noch mehr in den Jungen, die Fähigkeit zum Mitgefühl. Im Himmel, der sie mein Führer und gesandt hat, damit sie Deutschland befreien, das glauben wir, mein Führer. Im Zeichen dieses Wahns soll nur der Schein regieren. Was zählt, sind wehende Fahnen und lodernde Flammen. Die Magie der nächtlichen Kulissen, sie verstellt den Blick auf eine Wirklichkeit, die nur ernüchtern kann. Auf Paladine, die in ihren Pfründen fett geworden sind, und einen Parvenu, der sich genial verstellen kann. Hitler, derjenige, der die schönste Eigenschaft eines Menschen nach Fontane, die Selbstironie pflegte, undenkbar, in allem das Gegenteil. Um zu wissen, wer Hitler war, sollte man das bedenken, was er nicht war und über welche Eigenschaften er ganz und gar nicht verfügte. Esprit, Grazie, Parlando, urbane Geselligkeit etc. Indiskutabel. Ihr müsst heute vor die Welt treten, mit mir und hinter mir. Wo müsst ihr feiern, Herr Lehrer? Wir wollen nichts anderes als Ruhe. Wollen nichts anderes, als uns unseren Aufgaben bieten können. Wir wollen nichts anderes als Friede. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Jedem Deutschen, dass er deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. Das deutsche Volk ist wieder stark geworden. Herr, du segne unseren Kampf. Sieg oder werde ich das Ende nicht erleben. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Das Deutschland von einst hat um 23:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Greifen und nicht fassen konnte. Es war ein anderer Mensch. Aber dieser Mensch steht fern von Gott. Er macht sich selbst zum Götzen seines Kultes. Große Anziehungskraft gehabt. Ich weiß zum Beispiel, meine Schwiegermutter, die wohnte mit ihrem Mann in Charlottenburg und die stand, da gab es ja dann gleich diese Hitlerbilder für die Wohnung, sie hatte auch so ein Ölbild von ihm, stand sie vor dem Bild und betete. Sie meinte, Hitler ist der Erlöser. Ich fragte erschrocken mein Vater, der diese Rede mit anhörte, wer ist das? Was ist das? Und mein Vater sagte, ja, das ist der Führer, aber ob er es selber ist, das ist gerade die Frage. Vielleicht ist er nur das Medium eines anderen, einer dunklen, zerstörerischen, satanischen Macht.
Im Alltag hat der Führerkult fatale Wirkung. An den Widrigkeiten des Regimes stört sich so mancher Deutsche. Aber nur die kleinen Hitlers sind verhasst. Spitzel, Bonzen, Denunzianten trifft der Volkszorn. Hitlers Ansehen bleibt unbeschadet. Und so geht ein Stoßseufzer durchs Land, wenn das der Führer wüsste. Wenn man irgendetwas kritisierte, dann hörte man von den Befürwortern das Wort: Davon weiß der Führer nicht. Das sind also Einzelaktionen von untergeordneten Instanzen. Der Führer aber wusste ganz genau, was vor sich ging. Im Großen jedenfalls. Im Kleinen herrschen seine Helfer. Gemeinschaftsgeist kann auch erzwungen werden, beim Geldsammeln und Eintopfessen. Für die Kameras der Wochenschau ein Schein. Vollkommen will er wirken. Bei den Schulungsabenden fing es damit an, am so und so vielten wurde unser Führer in Braunau am Inn geboren und was er für ein fabelhafter Mensch gewesen ist und dass er in sich nach seiner Nähe. Was bewegt diese Frauen? Sehnsucht nach Berührung? Oder mehr? Die ersten waren schon direkt an der Tribüne und ich kam auch ganz vorne hin und hatte dann den Führer am Ärmel. Und den habe ich ganz fest, lange festgehalten. Und das war also etwas, als ob da eine magische Kraft von ihm ausging. Wir hatten dem Führer die Hand geben können, oder ich hatte die Hand nicht erwischt. Ich hatte eben ganz einfach den Ärmel. Und man kann auch auf den Bildern sehen, wie ergriffen die Mädchen da waren, wie es war für sie eben ein ganz großes Ereignis. Ekstatische Gefühlsausbrüche. Das Idol nimmt sie zur Kenntnis. Hitler will die Frauen unpolitisch. Diese hier verhalten sich schon so. Die Frauen braucht er als Gewehrmaschinen und Futter für die Rüstungsbetriebe, mehr nicht, hat er immer verachtet, hatte kein Verhältnis, nicht mal in irgendeiner Weise zu den Frauen. Die waren untergeordnet den großen Machos und spielten keine Rolle. Deutschland nach 4 Jahren Führerkult. Solche Szenen stärken Hitlers Glauben an die eigene Bedeutung. Hysterie und Heilserwartung. Ist der Verführer auch als Mann ein Idol? Als Mann hat Adolf Hitler für uns alle gar keine Rolle gespielt. Das war wie ein Übermensch. Er hatte kein Geschlecht in dem Sinn, sondern er war eben Adolf Hitler, er war der Führer. Das ist wohl so etwas, wie ich mir vorstellen kann, wie die Menschen damals vielleicht zu Jesus aufgeschaut haben. Es war für uns eben etwas, was man nicht greifen und nicht fassen konnte. Es war ein anderer Mensch. Aber dieser Mensch steht fern von Gott. Er macht sich selbst zum Götzen seines Kultes. Wir sangen damals Lieder wie Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Es zittern die morschen Knochen waren also die Alten, die vom Ersten Weltkrieg sprachen und wie schlimm das Ende war.
Das konnten wir uns nicht vorstellen. Lass die alten morschen Knochen zittern. Wir, die Jugend, wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Als dann alles in Scherben gefallen war, dann war es mit unserer Begeisterung natürlich vorbei, aber dann war es zu spät. Alles, was wir von Deutschland der Zukunft fordern, das, Jungens und Mädchen, verlangen wir von euch! Diese Pflicht erlegt der Herr des Herrenvolks den Frauen auf. Gehorchen und gebären. Ein Männerwitz aus diesen Tagen karikiert die Abkürzung des Bundes Deutscher Mädel, BDM, als bald deutsche Mutter. Geprägt vom Geist der Zeit marschieren viele willig mit. Man hat uns Ideale eingeimpft, man soll keusch bleiben und gesund bleiben, damit wir dem Führer gesunde Kinder schenken konnten. Das war nicht negativ. Es sieht jetzt alles anders aus durch das Wissen, was wir heute haben. Ne? Sie wollten uns zu gehorsamen und nicht nachdenkenden Lebewesen machen. Wir sollten entweder die Schnauze halten oder wir sollten voll Begeisterung diesen Idealen folgen. Und das ist in vielen Fällen ja auch so gewesen. So sind die Frauen ihm am liebsten. Schön, gefügig, anmutig. Und bitte auf Distanz. Sie aber drängen sich nach seiner Nähe. Was bewegt diese Frauen? Sehnsucht nach Berührung? Oder mehr? Die ersten waren schon direkt an der Tribüne und ich kam auch ganz vorne hin und hatte dann den Führer am Ärmel. Und den habe ich ganz fest, lange festgehalten. Und das war also etwas, als ob da eine magische Kraft von ihm ausging. Wir hatten dem Führer die Hand geben können, oder ich hatte die Hand nicht erwischt. Ich hatte eben ganz... Die Folge, wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst auch Deutschland nicht geschenkt erhielten, sondern selbst sich schaffen mussten. Jungs, geht ins Kino. Hört euch Hitler an. Hört das Gebrüll und hört die Menge um ihn herum und dann schließt die Augen und stellt euch vor, wie das in London wirkt. Wir schlossen die Augen. Entsetzlich. Von da an konnte man Hitler nicht mehr ertragen. Ein Augenblick der Verfremdung genügte, um diesem Mann so zu zeigen, wie er war. Jede Geste, jedes Mienenspiel ist sorgsam eingeübt, wie im Theater. Der Verfall im Inneren, Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption hält nun ihren Einzug. Und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Manchen seiner Zuhörer erscheint er wie ein Fabelwesen. So verführerisch und doch so unheimlich. Glaube niemals an fremde Hilfe. Niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt, in uns selbst allein liegt die Zukunft. Deutsche Unterhändler unterschreiben Verpflichtungen, die unerfüllbar sind. Mit 100 Milliarden wird umgegangen, als
Die Beschwörung des altbösen Feindes. Immer wieder die Novemberverbrecher. Noch spricht er nicht von den Juden. Dieses furchtbarsten Verbrechens am deutschen Volk, der ewigen Ausbrechung und ewigen Ausplünderung, diese ewige Unterdrückung. Wie nur Milch getrunken hat, unterdessen weiß die Forschung, dass das alles nicht stimmt, aber dieses Märchen wurde wiederholt und wiederholt und wiederholt. Und noch ein Märchen. Die Ketten von Versailles, die es zu sprengen gilt. Sein Wille geschieht. Mit Täuschung und Erpressung holt er sich das Rheinland, Österreich und das Sudetenland. Erfolg als Psychodroge für all jene, die schon immer glaubten, so muss Politik gemacht werden. Dennoch gibt es zwischen Hitler und den Deutschen ein enormes Missverständnis. Denn sie glauben, dass auch er nicht mehr will als sie selbst. Erfolg, aber Frieden. Ich habe diese drei so lieb gewonnen. Aber er will mehr als dieses Reich. Die Deutschen sind für ihn nur Instrument. Und solche Blumenkriege sind für ihn nur Vorspiel. Er will die Eroberung von Osteuropa und den Judenmord. Doch beides offen auszusprechen wagt er nicht. Er deutet es nur an. Höhepunkt der Täuschung ist Olympia in Berlin. Hier wird die ganze Welt geblendet. Die Kulisse für das Bühnenstück vom schönen Schein. Die Falken lassen Friedenstauben steigen. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. Er hätte gerne mehr geredet. Doch das IOC ließ es nicht zu. Die Illusion von einer toleranten Tyrannei. Zwei Wochen lang scheint sie perfekt. Gab es sowas? Hat es sowas je gegeben? Wenn vor Hitlers Augen Farbige so flink wie Windhut. Und da habe ich mich gefragt, warum bist du eigentlich so begeistert gewesen? Denn da stand praktisch nichts drin, was mich irgendwie beim Lesen beeindruckt hat. Als Hitler an der Macht ist, spielt sein Sprachrohr bei der ersten großen Kundgebung den Radioreporter. Die Männer und Frauen haben sich von ihren Plätzen erhoben. Der ganze Sportpalast gleicht einem... Jetzt umgibt den Führer die Aura des Herrschers. Die Strategie der Redeschlacht ist ausgefeilt bis ins letzte Detail. Es soll ein Hochamt der Gefühle sein. Kühl, kalkuliert, akribisch einstudiert. In einer Massenveranstaltung müsse man das Denken ausschalten, sagt Hitler. Die Menge wolle nicht das Argument. Sie sehne sich nach der Gewalt der Rede. Ein Gewaltakt, den er mit Verzögerung beginnt. Die neue Regierung der Nationalen Konzentration.
Die ersten tastenden Worte. Dann die Steigerung. Den Entschluss, es als einzelner Unbekannter zu wagen, diese Zerreißung, den Krieg anzusagen und über diese Partei hinweg das deutsche Volk eben doch wieder auf einer Ebene zusammen zu fassen. Es sind nicht viele, die sich dem entziehen. Und da bin ich hingefahren und saß so auf 3 Meter vielleicht von ihm entfernt. Er war auf dem Podium und war so grauenhaft, also sehr emotional. Argumente erschienen mir vollkommen blödsinnig, Publikum grauenhaft. Und er geiferte da herum und da habe ich mir gesagt, also mit den Leuten will ich nie was zu tun haben. Glaube niemals an fremde Hilfe, niemals an Hilfe, die außerhalb unserer eigenen Nation, unseres eigenen Volkes liegt. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Dann wäre der ja noch am gleichen Tag erschossen worden. Also seine Rhetorik war gewalttätig im wörtlichen Sinn. Damit ich den Kernen von der Liebe zu diesem meinen Volk und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, mühsam erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Das, was eigentlich das verführerischste Moment in dem Ganzen war, denn dieses weltanschauliche Vakuum in Deutschland, wir hatten keinen Kaiser mehr, wir hatten unser Nationalbewusstsein, das war so angekränkt worden. Ein Großteil der Bevölkerung war im Grunde von Religion weit entfernt. Und ich denke, dass das eine Ersatzreligion für viele gewesen ist, die eine ganz tiefe Begeisterung geweckt hat und auch so Kraftquellen freigesetzt hat. Sehr naiv im Sinne, schaffen, dass wir besser leben und so. Aber dass das ein Spuk war, dass das eine ganz finstere Hinterseite, Rückseite hatte, das wusste man doch. Bei aller Rhetorik braucht der Herrscher Hitler handfeste Erfolge. Wenn die Deutschen ihm erliegen sollen, muss er erst ihr drängendstes Problem beseitigen. Die Arbeitslosigkeit. Sieben Millionen Deutsche stehen im Januar 33 auf der Straße. Mit Familien rund ein Drittel des gesamten Volkes. Wer noch Arbeit hat, muss um sie fürchten. Mein Vater war angestellt in einer ziemlich großen Fabrik. Und das Geld als Angestellter hatte er immer am Monatsende bekommen. Und meine Mutter war ganz aufgeregt an diesem Tag immer, weil da auch die Kündigungen ausgesprochen worden sind. Und das Erste, was meine Mutter gesagt hat, wenn der Vater abend angekommen ist, bist du gekündigt, bist du gekündigt. Ich kann das von meinem Elternhaus sagen, wir hatten ein Handwerksgeschäft, es gab keine Aufträge mehr und die Gesellen mussten entlassen werden. Es war schlimm, also mein Vater rannte danach, um wenigstens für die nächste Woche das Geld für die Ernährung zu haben. Und so war es in vielen, vielen Kreisen der Wirtschaft. Nichts aber werden wir erreichen,